Nordjütland im Herbst, da fragt man sich was, da fragt sich der ein oder andere, was will man da? Außer, dass man sich solche Luxusvillen, sage ich jetzt mal, so ein Luxusferienhäuschen fast zu einem Viertel des Preises dort bieten kann, mit Pool, Sauna, Whirlpool, allem was dazugehört. Das ist der eine Vorteil. Nur wenn man außerhalb der Saison nach Nordjütland fährt. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum man das mal machen sollte. Es ist natürlich so, wenn man Kinder hat, auf Ferien angewiesen ist, dann kann man das natürlich nicht machen. Aber jedem, der das nicht hat, dem rate ich einfach mal, macht mal Nordjütland, also das ist der obere Teil von Dänemark, der obere Teil von Dänemark im Herbst, so November. Ja? Was auch ganz gut ist, manchmal der Januar, das ist auch extrem günstig dann da. Aber November ist natürlich Sturmzeit. Und Sturmzeit, das zeige ich euch, wie das hier aussieht. Heute ist so ein Tag, vielleicht hört man es auch schon über das Mikro. Es ist wirklich extrem windig. Und da zeige ich euch jetzt, wie das hier so aussieht. Ist das keine gute Idee, heute hier am Strand zu fahren. Und wer einmal diese Elemente erleben möchte, dem kann man so einen Herbsturlaub hier in Nordjütland empfehlen. Das ist sowas von klasse. Das Meer wütet. Windgeschwindigkeit bis 90 km/h in Böen heute. Absoluter Wahnsinn. Es ist echt Wahnsinn. Total krass. So, das war's. Einer der Gründe, warum Nordjütland im Herbst einfach krass ist. Außerhalb der Saison hier in Dänemark, Nordjütland unterwegs ist. Das ist, dass man an bestimmten Sehenswürdigkeiten relativ alleine ist. Genau, außer die Kühe, die im Hintergrund mal ihren Senf dazugeben. Ist ansonsten hier auf dem Parkplatz von Rupia Knut. Da so keine Menschenseele hier. Ja, wir sind sozusagen die Einzigen. Das heißt, nee, ein Auto ist auch noch hier. Die gehen mit ihrem Tier spazieren. Aber ansonsten ist hier nichts los. Gut, wir gehen jetzt einmal hoch und schauen mal, wie das da so oben ist, wenn wir ganz alleine unterwegs sind.
auch noch die Sonne raus. Total klasse. Wir hatten eben so ein bisschen Regen. Und aber hier hinter Objektum steht man dann auch so ein bisschen windgeschützt. Das ist nochmal schön. Ja, echt klasse hier. Ganz alleine. Und so hat man natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, ein paar schöne Bilder zu machen von dem Leuchtturm, wenn keine Menschen da sind. Also, wie gesagt, hier im November mal herzukommen oder in dem Fall in der Nebensaison, das ist schon, das ist deutlich entspannter. So, dann geht's wieder ab. Es ist noch morgens und wir wollen jetzt erstmal frühstücken. Brötchen holen, frühstücken und dann starten wir in den Tag. Ne, Mausi? Morgen Kaffee. Ja. Ich bin jetzt hier in Hune, das ist bei Blockhus. Da befindet sich die weltgrößte Sandburg. Tolles Ding. Ich guck jetzt mal, wie hoch die überhaupt ist. Na, Sockelbreite von 32 Metern, aber die Höhe ist da nicht drauf zu sehen. Das Schöne, was hier in Dänemark, Nordjütland ist im November, ist, dass eigentlich hier schon die Vorweihnachtszeit angefangen hat. Also es ist alles weihnachtlich schon geschmückt, auch die ganzen Straßen. Ich gehe da mal kurz mal runter. Also das, wo ich hier bin, ist der Skulpturenpark in Hune. Hier haben die hier so Sandskulpturen aufgebaut. Die größte Sandburg der Welt steht hier. Und aber jetzt, so ab November, ist dann hier Weihnachtszeit in Dänemark. Also was bei uns erster Advent ist, das ist dann hier, ich glaube, 1. November oder sowas. Und dann ist hier, sind die Straßen schon entsprechend geschmückt mit den entsprechenden Klamotten. Also man sieht, hier geht das in Dänemark schon im November los. Gut, und ja, das, was ich aber machen wollte, ist, ich wollte einmal in diesen Skulpturenpark hinein, kurz Eintritt, aber ich schau mal, ich nehme euch da mal mit und dann gucken wir uns das mal an, wie es da drin aussieht, ob sich das lohnt. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
knight was seated by my side. The horse was lean and light, misfortune seemed as light. We got into a drifted bag and then we got upside. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ja, wer jetzt noch nicht in weihnachtlicher Stimmung ist, spätestens jetzt sollte das so sein. Voll cool. Everything glistens and everything's bright. Everyone happy, the spirits are light. I am sitting here thinking alone with my dream. So, ihr Lieben, also ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Lichterpark oder dieser Skulpturenpark mit den vielen Lichtern da drin, das war mir so ein ganz bisschen too much. Keine große Kritik, wer sowas gerne mag, völlig in Ordnung, aber für mich war es Bisschen viel bling 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 und hat mich echt so ein bisschen an die Staaten erinnert. Was ich aber schon immer machen wollte, ich wollte schon immer mal eine dänische Kirche bei Dunkelheit fotografieren. Und ja, das ist natürlich jetzt so im November eine coole Geschichte, weil es wird relativ früh dunkel. Wir haben es jetzt 18 Uhr, es ist stockfinster und das heißt, man hat dann ein bisschen mehr Zeit im Dunkeln zu gucken, dass man eine Kirche findet, die sich dafür lohnt. Und ich habe mich jetzt für die Kirche in Saltum entschieden. Da fahre ich schon, wir sind öfter mal hier im Urlaub und da fahre ich schon wirklich lange Zeit immer mal dran vorbei. Ich habe so überlegt, eigentlich, die wolltest du immer mal fotografieren, das mache ich jetzt. Und ja, ich habe meinen super Weitwinkel schon drauf auf der Kamera und jetzt gucken wir mal, von wo sich das anbietet. Sinking, drink after drink, as I do this time of the. Es wird langsam kalt, krieg kalte Finger. Ich glaube, ich habe was ganz Schönes gefunden. Wir haben hier so einen Tannenbaum hingestellt, schon im hinteren Bereich. Das Schöne an diesen Kirchen in Skandinavien, ähnlich wie ja auch wie im ganzen Norden Deutschlands, ist ja, dass die Friedhöfe damit um die Kirche herum sind. Und ja, das ist echt, also die sind wirklich so schön angelegt hier. Das ist wirklich, wirklich schön. Ich muss jetzt nur noch mal gucken, dass ich irgendwie einen guten Standpunkt finde, wo ich den Christbaum noch so ein bisschen damit eingebunden kriege in die Gesamtansicht hier. Na, wir schauen mal. You don't recall, you forgot as I'd feared. I don't blame you if memory fails you. But I must admit, I am thinking of you every minute, each hour, every day of the year. So, und wenn ihr der Meinung sagt, naja, ist ja im November nichts los. Ja, das stimmt natürlich. Auf der einen Seite ist hier nichts, ist hier nicht viel los. Aber auf der anderen Seite haben alle Geschäfte noch geöffnet. Selbst die Bar hier, die Kroko-Bar hier in Lücken, hat geöffnet. Könnt ihr abends also ein Bierchen trinken gehen. Wahrscheinlich sogar momentan noch einfacher, als das in Deutschland der Fall ist. Ja, ansonsten ist hier alles weihnachtlich eingestimmt. Alles schön. Aber nicht ganz tote Hose. Löcken im November. Nicht viel los. Aber trotzdem, man kann essen gehen. Die Hotels haben geöffnet, die Bars haben geöffnet. Und es ist alles ein bisschen beschaulicher. Und das ist ja auch nicht schlecht. So,
Okay, jetzt gehen wir noch zu unserem allerletzten Punkt, bevor ich dann wieder ins Ferienhaus fahre und mich ins Warme setze. Das Letzte, was ich euch mal mit auf den Weg geben möchte, ist einfach mal im Dunkeln an den Strand, an die Mole, die Schiffe angucken, die Fischerboote, die hier am Strand liegen. Und ja, wer so wie ich gerne fotografiert, der kann hier auch schon mal im Dunkeln fotografieren. Er gibt ganz andere, ganz neue Perspektiven, sage ich euch. Das ist wirklich wahr. Man hat, es ist viel ruhiger, es ist viel, ja, ein viel ruhigeres Fotografieren, als wenn man entschleunigt, ist das Wort, glaube ich. Als wenn man tagsüber fotografieren geht. Es ist wirklich schön. Und ja, ich stehe hier an der Mole. Da mache ich jetzt noch ein paar Bilder, auch von den Fischerbooten, die hier, wo sind sie? Da hinter mir, genau, da sind die Fischerboote. Die werde ich auch noch aufnehmen. Und ja, und dann geht es dann endlich zurück. Also, ich sage mal so, Nordjütland im Herbst solltet ihr mal versuchen, ist echt eine Reise wert. Nicht jedermanns Sache, bestimmt nicht, aber wir sind immer sehr begeistert, wenn wir hier sind. So, das war's. Jetzt mache ich noch die Bilder und dann geht es wieder zurück ins warme Ferienhaus. Achso, bevor ich es vergesse, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch hier. Und ja, wenn ihr weitere Videos in der Art sehen möchtet, dann abonniert den Kanal. Hier geht es um Reisen, Auto und Fotografie. Naja, vielleicht für jeden so ein bisschen was dabei. Okay, bis demnächst und hier auf diesem Kanal sehen wir uns wieder. Bis dann, tschüss.